Hallihallo, ihr Lieben, ich bin die Patricia. Meine Mission ist es, unserer Welt zu helfen, die Pandemie der Insulinresistenz zu besiegen und dass jeder da draußen versteht, dass du deine Gesundheit maßgeblich mit deinem Lebensstil beeinflussen kannst. Diagnose Insulinresistenz, unser Thema heute. Wie kannst du diagnostizieren lassen, ob du denn eine Insulinresistenz hast? Ja, du kannst es messen, du kannst es schwarz auf weiß sehen, manchmal nicht immer so ganz schwarz auf weiß, ja. Da gehört natürlich ein bisschen mehr dazu, weil nur wenn ein Wert irgendwie negativ ist und dann davon auszugehen, okay, Insulinresistenz wird wohl nicht da sein, ist ein bisschen gefährlich, sag ich mal. Aber darüber sprechen wir eben heute. Ich sehe mal wieder nicht, wer reinkommt. Also ich kann euch leider gar nicht alle einzeln zuwinken. Das konnte ich irgendwie immer auf Instagram, jetzt geht es leider nicht mehr. Keine Ahnung, was da los ist. Also müsst ihr heute ein bisschen aktiver sein hier. Rezidiva ist dabei, hallo. Katharina ist dabei auf wie heißt das andere hier? Facebook. Und der Patrick ist natürlich dabei auf TikTok. Aber seid ein bisschen aktiv und schreibt Hallo rein und wer ihr seid oder so, weil dann weiß ich auch, wer dabei ist. Die Birgit ist dabei, sehr cool. Ich finde es total, ich mache es total wahnsinnig, dass ich nicht sehe, wer hier reinkommt. Das ist total schade, weil ich spreche die Leute auch irgendwie gerne an. Die Bianca ist dabei, super. Also nur, wer sich hier zu erkennen gibt, den sehe ich auch. Aber das ist natürlich deine Entscheidung. Die Zarina ist mit am Start. Genau. Übrigens, wenn ihr Fragen habt zum Thema Abnehmen, Insulinresistenz, was auch immer du wissen möchtest. Hallo Dagmar, schön, dass du dabei bist. Alles darfst du hier in die Kommentare stellen an Fragen, was du hast. Ja, sobald ich beantworten kann, bin ich super happy, dass ich dir da weiterhelfe. Duska ist auch dabei. Hi, schön, dass du am Start bist. Genau. Also, Diagnose Insulinresistenz. Wie kannst du denn rausfinden, ob du jetzt eine Insulinresistenz hast? Wer mein Live von gestern nicht gesehen hat oder auch nicht weiß, was eine Insulinresistenz bedeutet, das erkläre ich nochmal ganz kurz. Ganz kurz vorab, jeder Zweite hat es, die meisten ohne dass sie es wissen. Es ist der Grund, wahrscheinlich, warum es dir schwerfällt abzunehmen, warum du immer wieder zunimmst, warum der Jojo-Effekt immer wieder zurückkommt. Es ist einfach ein Teufelskreis, ein Rattenschwanz, der ganz viele andere Dinge mit sich zieht, weil bei den meisten bleibt es nicht. Hallo Annika, schön, dass du dabei bist. Bei den meisten bleibt es halt nicht bei der Insulinresistenz. Ja, ganz viele haben Schilddrüsen-Thematiken mit am Start, eine Fettleber, die sich dann entwickelt, schon in der zweiten Stufe der Insulinresistenz dann und, bis hin tatsächlich zum Typ-2-Diabetes, allen anderen Zivilisationskrankheiten, die wir so kennen, Herz-Kreislauf-Beschwerden, Arteriosklerose. Davor kommt natürlich noch ein Bluthochdruck mit ins Spiel. Übrigens, 98% aller Menschen, die Bluthochdruck haben, die haben auch eine Insulinresistenz. Ja, nur mal, dass du weißt, wie präsent dieses Thema in unserer Gesellschaft ist. Deswegen sage ich auch immer die Pandemie der Insulinresistenz, weil es ist eine Pandemie. Viele sind dann immer total beleidigt, wenn ich dieses Wort benutze. Aber so ist es, ja. So ist es. Wir müssen einfach der Wahrheit ins Auge sehen. Über 60% der Deutschen sind übergewichtig oder sogar fettleibig. Und meine Freunde, all diese Menschen haben auch eine Insulinresistenz. Sogar dünne Menschen können auch eine Insulinresistenz haben. Es ist kein Indiz dafür, dass du übergewichtig sein musst, dass du Bauchfett haben musst, dass man sieht, ja, du kannst Bauchfett haben, ganz tief in deiner Bauchhöhle auch und trotzdem insulinresistent sein und eigentlich aber dünn sein, ja. Das sind die sogenannten Tofis. Aber wer da mehr wissen will, live von gestern einfach nochmal nachschauen, ist abgespeichert im Feed. Also Insulinresistenz bedeutet, der Körper ist, beziehungsweise deine Zellen sind resistent dem Insulin gegenüber, wie der Name eigentlich schon sagt. Ich habe das gestern schön erklärt mit dem Haus, dass du dir vorstellst, dass dein Haus deine Zelle ist. Also wer das gesehen hat gestern, der weiß, von was ich rede. Ansonsten super gerne unbedingt das Live von gestern nochmal anschauen, wenn du allumfassend verstehen willst, wie deine Insulinresistenz entsteht und wie du halt Schritt für Schritt wirklich krank geworden bist. Ja? Und keine Sorge, das kann man wieder umkehren. Ja? Also das ist jetzt nicht die Todesdiagnose. Im Gegenteil, kann man, wenn man möchte sogar, ja, je nachdem, wie tief man drin steckt, sehr gut umkehren und kann man mit dem Lebensstil wirklich, wirklich genial in den Griff kriegen. Es geht da immer um Ernährung, es geht natürlich um Bewegung, es geht um Schlaf, es geht um Nährstoffe und es geht um Stressregulierung. Das sind die 5 Elemente gegen Insulinresistenz. Sage ich am Ende gerne auch noch mal ein bisschen mehr dazu. Und das heißt einfach, eine Insulinresistenz, die Zellen sind resistent dem Insulin gegenüber, bedeutet, du hast zu viel Insulin im Blut. Ja? Das heißt, die Bauchspeicheldrüse schüttet immer noch mehr Insulin aus, um den Zucker, der im Blut ist, in die Zelle zu bringen. Das klappt nicht mehr eben so gut. Hallo Andreas, schön, dass du dabei bist. Das klappt eben nicht mehr so gut, weil die Zelle schon mehr oder weniger zugemacht hat. Also dafür wirklich nochmal das Live von gestern anschauen, da habe ich das super gut erklärt. Ich hoffe doch super gut erklärt, ja, die meisten fanden es gut und haben es auf jeden Fall gut verstanden. Und was dann passiert, das Insulin sammelt sich an, tatsächlich im Blut und steigt an. Und zu viel Insulin im Blut sorgt einfach dafür, dass du eine Insulinresistenz hast. Ja? Also ist eine Hyperinsulinämie, bedeutet umgangssprachlich eine Insulinresistenz.
Und das ist echt blöd, weil, wie gesagt, jeder Zweite hat das, die meisten einfach ohne, dass sie es wissen. Und heute sprechen wir darüber, wie du rausfinden kannst, ob du eine hast. Du hast zwei Möglichkeiten, ja? Also, ich würde beide machen oder beide mal überprüfen. Du kannst mal nach Symptomen gehen. Ja, die gehen wir gleich durch, was du für Symptome hast, wenn du eine Insulinresistenz hast, außer dass du Bauchfett hast und übergewichtig bist. Ja, das haben wir ja schon geklärt. Aber was eben aber auch nicht sein muss. Ja, das ist ja das Blöde. Und natürlich, welche Diagnose du wirklich anstellen lassen kannst. Also was du wirklich messen lassen kannst beim Arzt oder im Labor, um zu wissen, habe ich eine Insulinresistenz oder nicht. Ja, weil der nüchterne Blutzucker reicht nicht aus, der Langzeitblutzucker reicht auch nicht aus, um da tatsächlich eine Diagnose anzustellen. Bianca fragt, bei mir wurde eine Insulinresistenz diagnostiziert, habe Hashimoto, Thyreoiditis, keine Gebärmutter mehr, Pseudotumor, Zelibri, alter Schwede, extreme Wassereinlagerung und komme vom Gewicht nicht runter. Mache 3 bis 4 Mal in der Woche Sport und nichts hilft. Also das ist halt ein klassisches Beispiel. Danke fürs Teilen deiner Geschichte, Bianca. So vielen Menschen geht es ähnlich wie dir. Ja, nicht unbedingt mit den genau den gleichen Diagnosen, aber super, super ähnlich. Ja? Das heißt, mein Tipp ist immer, Prio Nummer 1, kümmere dich darum, die Insulinresistenz so gut wie es geht in Schach zu halten, so gut wie es geht umzukehren. Ja, denn das wird dir auch, diese ganzen Tipps, die es dafür dann gibt, wird dir auch mit deinem Hashimoto helfen. Du kannst auch ein Hashimoto komplett in Remission bringen. Ja, ist alles möglich, ja. Keine Gebärmutter und das ganze andere, was du noch schreibst, das ist natürlich, sind alles Dinge, die den Körper belasten. Ja, aber Hashimoto ist ja auch eine Autoimmunerkrankung. Ja, Autoimmunerkrankungen sorgen immer für mehr Stress im System. Hast du es natürlich ein bisschen schwieriger als jemand, der das alles nicht hat. Keine Frage. Aber du kannst wirklich lernen, Schritt für Schritt, wie du das Ganze für dich so in den Griff kriegst, dass du auch sehr gut damit leben kannst und dass es dir auch wieder besser geht. Ob ich Ärztin bin oder warum ich das mache, das ist tatsächlich meine Mission, ja, unserer Welt zu helfen, die Pandemie der Insulinresistenz zu besiegen und dass jeder da draußen versteht, dass du deine Gesundheit maßgeblich mit deinem Lebensstil beeinflussen kannst. Das ist einfach meine Leidenschaft, mein Herzensthema. Ärztin bin ich keine, um Gottes Willen, ja, Gott sei Dank nicht, ja. Ich arbeite zusammen mit sehr vielen Ärzten, die auch super gut arbeiten, aber im Prinzip leiste ich die Aufklärung hier auf Social Media, die Ärzte leider nicht geben in diesem Thema. Die meisten Ärzte leider, ja, außer es sind funktionelle Mediziner, die ganzheitlich wirklich arbeiten. Dann gibt es mittlerweile auch schon ganz, ganz tolle, auch mit denen ich zusammenarbeite. Aber sagen wir mal, dein Hausarzt um die Ecke oder dein Endokrinologe vielleicht, der weiß ein bisschen mehr, ja, hoffentlich. Der Frauenarzt oder der Diabetologe, auch da kriegt man halt noch Empfehlungen wie, ja, machen Sie mal eine Haferkur, nehmen Sie mal ab, ja, und das ist dann alles, was du mit auf den Weg kriegst. Und das ist halt ein bisschen wenig, wenn du nicht weißt, was du machen sollst, ja. Und deswegen mache ich das hier, weil mir ist echt eine Herzensangelegenheit, dass ich bin ganzheitliche Ernährungsberaterin und Personal Trainerin und habe aber, was ich irgendwann, was die Leute auch immer lustig finden, weil sie mich dann fragen, ja, wo kann man denn so eine Ausbildung machen, wo man das alles lernt? Schwierig, ja, weil wenn du eine klassische Ernährungsberaterausbildung machst, die ich gemacht habe, da lernst du das alles nicht. Ja, da lernst du auch, dass es vollkommen gut ist und dass du lieber eine Haferkur machst bei Typ 2 Diabetes. Schwierig, ja. Weiß man mittlerweile, dass es ganz viele tolle andere Ansätze gibt. Und da muss man sich einfach auch selber ein bisschen weiterbilden. Ich kann immer empfehlen, Leuten zu folgen, die wirklich Koryphäen sind auf ihrem Gebiet und da von denen auch zu lernen und da teilweise Seminare auch mitzumachen und so weiter. Samstag bin ich wieder für eins angemeldet mit der Elke, Dr. Elke Lorenz. Die macht bei der S-Akademie, da geht es auch um Diagnostik, beziehungsweise auch Blutwerte, die du im Zusammenhang mit der Ernährung definitiv einfach prüfen lassen solltest. Also das wird super spannend. Ich denke, vieles ist für mich der Wiederholung, aber ich mache das auch immer regelmäßig, weil mich es mega interessiert. Und die Elke natürlich auch in dem Sinne die Ärztin meines Vertrauens ist, mit der ich auch zusammenarbeite für meine Labordiagnostik. Und von dem her freue ich mich mega auf Samstag. Welche Ausbildung hast du gemacht? Genau, haben wir gerade geklärt. Hallo Lara, schön, dass du am Start bist. Voll cool, dass du immer in meine Lives kommst, da freue ich mich. Ernährungswissenschaften, nee, nicht mal das habe ich studiert. Ja, also tatsächlich, ja, wirklich einfach nur eine Ernährungsberaterausbildung gemacht. Festgestellt, okay, ist cool, was ich hier gelernt habe, aber irgendwie gibt es einfach noch so viel mehr und ich habe mich echt sehr, sehr viel selber weitergebildet. Zum Beispiel alle Bücher gelesen, auch von Dr. Simone Koch, den Podcast rauf und runter gehört. Auch mit englischen Ärzten mich sehr, sehr viel ausgetauscht, von denen gelernt, bei denen auf Ausbildungen und Seminaren gewesen. Ich bin auch öfter mal in den USA unterwegs. Von dem her, man muss sich immer ein bisschen selber kümmern und einfach, ich tue mir auch immer schwer, wenn mich Leute wirklich fragen, was soll ich denn für eine Ausbildung machen?
Weiß ich, das kann ich dir echt nicht so genau sagen, ja. Also wenn du halt ein Zertifikat haben willst, dann mach halt irgendwas, dass du was hast, ja. Aber dann musst du dich natürlich auch selber mal mit den Materien tatsächlich auseinandersetzen. So, zurück zum Thema. Also wie kannst du rausfinden, hast du eine Insulinresistenz? Ich gehe erstmal die Symptome durch. Also grundsätzlich haben wir gesagt, Bauchfett ist nichts anderes als ein entzündetes Organ. Hast du eine signifikante Menge an Bauchfett an deinem Körper, an deinem Bauch, kannst du davon ausgehen, ziemlich sicher, dass da irgendwo eine Insulinresistenz schlummert. Ja, wie gesagt, das ist nicht dramatisch, das kannst du auch wieder umkehren. Du musst halt einfach nur wissen, wie. Wenn du ständig Heißhunger hast, also wirklich das Problem hast, der Heißhunger dich verfolgt, dass du immer nur ans Essen denken kannst, dass du auch nicht länger ohne Essen auskommst. Also wenn du mal 4, 5, 6 Stunden unterwegs bist und nichts zu essen dabei hast, dir auch nichts kaufst, dann ist es für dich ein Problem. Entweder geht es dir dann richtig dreckig, du kriegst Kopfweh, dir wird schlecht, du kriegst vielleicht einen leichten Schwindel, dein Kreislauf geht in den Keller. Oder du hast einfach nur sowas von schlechter Laune, dass du eine Belastung bist für deine Mitmenschen. Das ist auch nicht normal. Ja? Dein Körper sollte locker 7, 8 Stunden auch mal ohne Essen auskommen. Ja, dann knurrt vielleicht ein bisschen der Magen, ist so in Ordnung, aber das macht nichts aus. Der Körper muss das können. Der ist metabolisch, sollte der flexibel sein. Also die Möglichkeit haben, vom Kohlenhydratstoffwechsel in den Fettstoffwechsel zu wechseln und auch wieder zurück. Das können leider die meisten Körper nicht. Und die signalisieren dir dann, hey, mir geht's jetzt kacke. Ja, zum Beispiel der Blutzucker, der rast in den Keller und dann hast du halt einmal dieses Problem. Manche zittern dann ja auch so richtig. Ja, die brauchen dann Zucker. Das ist nicht normal, Freunde. Ja, das heißt, wenn du das hast, kannst du ziemlich sicher gehen, dass du da eine ausgewachsene Insulinresistenz mit am Start hast. Und ich kenne ganz viele Menschen, die wirklich nicht länger ohne Essen auskommen. Ja, und die müssen noch nicht mal versuchen zu fasten oder zu Intervallfasten, sondern sind einfach mal unterwegs und haben nichts zu essen. Eine Kundin von mir, die Dani, ja, die ist auch ganz oft in meinen Lives, die hat am Anfang immer hat sie eine Notfallbanane dabei. Das war ihre Notfallbanane. Sie hat dann gedacht, ja, das ist wenigstens was Gesundes. Okay, besser als Snickers. Trotzdem nicht optimal, ja, weil dann bist du in dem Teufelskreis. Du schiebst dann immer wieder Energie, Zucker nach, dann geht es dir kurz wieder besser, dann geht es aber wieder nach unten und dann brauchst du ein paar Stunden später schon wieder was zu essen. Und das ist einfach nicht normal. Ja, das heißt Heißhunger, wenn du nicht länger ohne essen kannst, sind Symptome neben dem Bauchfett. Bluthochdruck habe ich auch schon erwähnt. 98% aller Menschen, die Bluthochdruck haben, haben auch eine Insulinresistenz. Wenn du ständig müde bist, also wirklich so abgeschlagen bist, nicht in den Tag gut starten kannst, einfach so vielleicht auch ein Mittags-Nachmittagstief hast, wo du dich einfach nur gerne hinlegen möchtest, weil einfach nichts mehr geht. Und dann musst du in dem Moment vielleicht auch dir einen Red Bull reinpfeifen, Kaffee trinken oder irgendwas Süßes essen, damit die Energie zurückgeht. Ja, auch nicht normal. Was haben wir noch für Symptome von der Insulinresistenz? Fibrome am Hals, die sich entwickeln können. Das ist eines meiner besten Marker an meinem Körper, wie ich merke, wenn mein Insulinlevel zu hoch wird. Und das habe ich auch gerade. Man kann das jetzt hier nicht sehen, weil das super klein ist. Sind so ganz kleine Hautanhängsel, ja, also Hautwarzen. Bei mir ist es viel zu klein, dass man es sehen könnte. Also so ganz kleine, wie so ein Muttermal, das halt ein bisschen wegsteht, ja, so Fibrome am Hals. Die können auch an anderen Stellen am Körper auftauchen. Oder manche haben es dann, hast du vielleicht schon mal gesehen, an den Augen hier so, also dann richtig groß die Dinger. Und die gehen dann aber auch wieder weg, wenn das Insulinlevel wieder besser wird. Ja, ich hatte das schon mal, dann war es weg. Also mein Homa-Index war da tatsächlich erhöht, da kommen wir ja noch dazu, zur Diagnostik, der war erhöht. Und als ich diese Dinge hatte, habe ich es gemerkt, habe es messen lassen und dann waren die eigentlich fast wieder weg und dann war mein Homa-Index bei 0,8 und jetzt kommen die wieder und ich habe zu Elke neulich gesagt, lass mal nochmal den Homa-Index messen, weil ich glaube, irgendwas passt wieder nicht. Und die so, bist du sicher? War doch schon alles gut, müssen wir doch nicht wieder messen. Ich so, lass mal messen, weil ich habe da so einen Marker in meinem Körper, der sagt mir das. Sie so, ja, spannend, will ich jetzt auch wissen, ob das stimmt. Und tada, es kam ein Homa-Index von 2,2 raus, 11. Natürlich nicht geil, ja, absolut nicht. Kriege ich aber wieder in den Griff. Bei mir ist das Thema gar nicht mal also der Lebensstil, ja, im Sinne von Stress. Bei mir ist es tatsächlich der Stress, der bei mir das hohe Insulin ausschüttet. Ja, also im Prinzip Cortisol triggert auch immer Insulin. Somit hast du auch einen höheren Blutzucker, somit hast du ein höheres Insulinlevel und somit kommt halt dann beim Insulin, wenn du nicht den Insulin misst, ein erhöhter Wert raus und das macht sich natürlich dann im Homa-Index tatsächlich bekannt. Ja, aber da kommen wir gleich dazu zur Diagnostik. So, also wenn du das jetzt nicht alles verstanden hast, keine Sorge, ich erkläre dir das gleich alles ganz, ganz, ganz genau.
Symptome. Was haben wir noch? Ja, dass ich da nichts vergesse. Mit der Müdigkeit, das habe ich gesagt, manche haben einfach auch Kopfschmerzen, Gelenkschmerzen, sind ständig und immer gereizt, haben wirklich keine gute Laune, Stimmungsschwankungen, Sondersgleichen. Das sind so die Hauptsymptome von einer Insulinresistenz. Und wenn du jetzt merkst, hier in dem Live dabei bist und dir denkst so, okay, also so 2, 3, 4 von denen habe ich irgendwie schon, dann würde ich sagen, geh der Sache mal nach. Vor allem, wenn du halt eh das Problem hast, dass Abnehmen nicht klappt. Weil der Klassiker bei der Insulinresistenz ist halt auch ein Symptom, Abnehmen klappt nicht. Obwohl du ständig im Kaloriendefizit isst und jetzt in deiner Definition von Abnehmen eigentlich alles richtig machst dafür. Gesund isst, dich bewegst, Kaloriendefizit jeden Tag hast, Haken kannst du hinter alles machen und es geht einfach nichts weg. Du machst es über Wochen, du machst es über Monate und du hast einfach immer noch nichts abgenommen. Ja, genauso wie hier, wer war denn das? Die Bianca, was sie erzählt. Ne? Ich meine, wir wissen, warum sie nichts abnimmt, diese ganzen Baustellen. Aber auch da gibt es eine Lösung. Du musst halt einfach nur richtig ansetzen, weil nur Kaloriendefizit und Bewegung reicht dann halt nicht. Du musst ein bisschen mehr wissen, wie du deinen Blutzucker stabil halten kannst, damit der nicht die ganze Zeit Achterbahn fährt. Ja? Damit einfach nicht der Blutzucker die ganze Zeit nach oben schießt, somit auch immer Insulin ausgeschüttet werden muss, dann wird es nie besser mit deiner Insulinresistenz. Wir wollen das Insulin niedriger bringen. Das ist die oberste Priorität bei der Insulinresistenz. Danke für die Herzen auf TikTok. Bei der Insulinresistenz die oberste Priorität, das Insulinlevel niedriger zu bekommen. Bis null mitzukommen, idealerweise. Ja, kann man zum Beispiel mit Fasten mal machen. Aber bis dahin brauchen die meisten einfach eine Weile, bis sie da angekommen sind, dass sie fasten können. Ja, das kann man radikal machen. Man kann exogene Ketone zur Unterstützung nehmen, empfehle ich immer auf jeden Fall. Aber langsam, ja, ich springe schon wieder nach vorne, egal. Also wir haben jetzt die Symptome geklärt von der Insulinresistenz. Jetzt lass mal darüber sprechen, wie du es wirklich diagnostizieren kannst. Was du beim Arzt messen lassen musst, wenn euch das interessiert, ja? Also schreibt gerne mal eine 1 rein in die Kommentare, wenn du sagst, yes, jetzt will ich endlich wissen, was ich messen lassen muss. Wenn du es schon weißt, schreib es bitte auch rein, ja? Also super gerne, wenn du schon eine Idee hast oder wenn du es schon mal messen hast lassen oder die Diagnose Insulinresistenz schon hast, dann schreib mal rein, über was es bei dir diagnostiziert wurde. Würde mich mal interessieren. Ich habe so kleine Lipome an der Kopfhaut. Okay. Ich weiß jetzt gar nicht, wie das dann aussieht. Also auch sowas wie das hier, nur an der Kopfhaut. Ich frage mich, wie hast du das entdeckt? Also das ist so meine erste Frage. Weiß ich jetzt nicht, was das dann genau ist und wo das herkommen kann. Ja, kann ich mir vorstellen, dass das ähnlich ist, aber ja, als Patrick. Patrick, was war die 1? Die 1 war, dass du schon eine Diagnose hast, Insulinresistenz, gell? Genau, was müssen wir dafür messen? Weiß es schon jemand? Sei super. Super ruhig heute hier. Was ist da los? Seid ihr alle am Autofahren, am Kochen, am Putzen, am Arbeiten? Keiner hat Zeit, hier was reinzuschreiben. Was auch okay ist. Gar kein Thema. Aber ihr dürft natürlich auch gerne mitmachen, weil dann wird das Ganze für alle ein bisschen spannender, wenn jeder sich beteiligen darf. Also grundsätzlich, wenn keiner was schreibt, dann erzähle ich. Ist auch okay. Ich trinke noch einen Schluck. Hallo Renate, Regina, Simone, Janine. Auf Facebook sehe ich, wer dabei ist. Das ist total schön, wenn man das sieht. Nicole, Tina, Gitti, Marie, Anne, Helga, Patrick, Lisa, Markus, Fatma, Ulrike, Daniela, Werner. Und was ich bei Facebook auch cool finde, ihr habt alle ordentliche Namen hier. Hier steht euer Name. Auf Instagram heißt jeder einfach irgendwie und ich habe keine Ahnung, wer das ist. Ja. Patrick ist beim Arbeiten nebenbei. Ich habe mich schon gewundert, Patrick, hast du eigentlich einen Job oder ist dein Hauptjob, Steffis und meine Lives anzuschauen? Das wäre natürlich ziemlich cool. Hormonindex sagt die Bärbel. Perfekt. Der Hormonindex, Jasmin sagt auch, Hormonindex liegt bei 3,4. Im Moment bei 1000 Milligramm Metformin am Tag. Okay, hallo Patricia Luckner, nice to see you again. Okay, nice to see you too. Also, der Hormonindex ist der goldene Standard. Der wird klassischerweise genommen und den kennen auch immer mehr Menschen mittlerweile, zumindest in meiner Bubble. Wenn ich dann außerhalb meiner Bubble gehe, merke ich so, alter Schwede, hier weiß einfach keine Sau, was der Hormonindex ist. Deswegen mache ich ja meine Arbeit
um eine Insulinresistenz zu diagnostizieren. Man muss nur vorsichtig sein, wenn der HOMA-Index rauskommt, dass du keine Insulinresistenz hast. Also wenn der unter 2 ist, kannst du trotzdem eine Insulinresistenz haben. Ja? Ja, das ist natürlich immer so. Es gibt immer Ausnahmen, und es gibt, der Körper ist komplex. Dann gibt es noch einen anderen Test, den man noch machen kann. Wenn du diese ganzen Symptome trotzdem verspürst und aber einen normalen HOMA-Index hast, dann würde ich trotzdem weiterschauen, weil dann stimmt ja was nicht. Ja, diese Symptome, wenn du die hast, die sind einfach nicht normal. Was ist jetzt der HOMA-Index? Danke Bärbel fürs Teilen. Der HOMA-Index ist ein Quotient aus nüchtern Blutzucker und nüchtern Insulin. Ja? Der Klassiker, der immer gemessen wird, wenn du zum Arzt gehst, vielleicht auch mit diesen Symptomen und eben ihm sagst, irgendwas stimmt mit mir nicht, weil ich habe all das. Und der Arzt misst dir in der Regel, wenn du nicht sagst, bitte HOMA-Index, misst er dir wahrscheinlich erstmal den nüchtern Blutzucker. Definitiv wird er dir den messen. Und er wird dir den HbA1c messen. Das ist der Langzeitblutzucker. Jetzt ist der nüchtern Blutzucker im Prinzip, das sagt dir der Name, was dein Blutzucker im nüchtern Zustand, nachdem eine Stunde, zwei Stunden nach dem Aufstehen, du hast nichts gegessen, wie dein Blutzuckerlevel aussieht. Und der ist dann in vielen Fällen normal. Der ist unter 100. Und das ist dann erstmal nicht besorgniserregend für den Arzt. Denn beim nüchtern Blutzucker weiß man, alles was über 100 ist, ist ein Prädiabetes. Alles was über 125 ist, ist ein ausgewachsener Diabetes. Und solange du diese Werte nicht hast beim Arzt, wird der auch nicht unruhig. Ja, und verschreibt dir auch keine Medikamente. Und sagt dir wahrscheinlich auch noch nicht mal, dass du abnehmen solltest und dass du deinen Lebensstil verändern solltest. Das heißt, der nüchtern Blutzucker ist lange noch im grünen Bereich. Warum das so ist, wenn du das genau nochmal verstehen magst, live von gestern anschauen. Ich erkläre es nochmal ganz kurz einfach nur, weil die Aufgabe des Insulins ist es ja, den Blutzucker im grünen Bereich zu behalten, den Blutzucker niedrig zu halten. Das macht ja Insulin, ausgeschüttet von der Bauchspeicheldrüse, um den Zucker in die Zelle zu bringen, damit der Zucker nicht im Blut bleibt, damit der Zucker nicht erhöht bleibt. Und deswegen ist der Blutzucker lange noch im grünen Bereich, obwohl du schon längst eine Insulinresistenz hast. Die Insulinresistenz geht nämlich dem Typ-2-Diabetes Jahre bis Jahrzehnte voraus. Das bedeutet, sobald du deine Diagnose Typ-2-Diabetes oder Prädiabetes bekommst, hast du wahrscheinlich schon 5 Jahre, 10 Jahre oder sogar 15 Jahre vorher die Insulinresistenz gehabt. Zu viel Insulin im Blut und es hat einfach nur keiner gewusst. Du wusstest es nicht, kein Arzt hat jemals gesagt, komm, lass es mal messen, wäre doch mal spannend. Ja? Das heißt, der Blutzucker, der nüchtern Blutzucker alleine, der sagt uns gar nichts aus. Und der Langzeitblutzucker, der HbA1c, der sagt uns auch überhaupt nichts. Gar nichts. Also das ist natürlich toll, wenn man den misst. Und wenn der in Ordnung ist, ist schon mal okay, ja. Aber man muss es einfach genauer anschauen. Weil was sagt der Langzeitblutzucker aus? Das ist ja nur eine Momentaufnahme über eine längere Zeit. Ich glaube, es sind immer 3 Monate. Wie viel Blut sich an die roten Blutkörperchen, wie viel Zucker sich an die roten Blutkörperchen geheftet hat. Das ist tatsächlich der Langzeitblutzucker. Das heißt, hast du vermehrt einen höheren Blutzucker gehabt über diese 3 Monate, ist auch tendenziell dein HbA1c zu hoch oder höher. Wenn du aber keinen erhöhten Blutzucker hattest die ganze Zeit und das im Normalfall immer einigermaßen in Ordnung war, dann siehst du auch am HbA1c nicht, was da vielleicht schief laufen könnte. Das heißt, wir müssen uns Insulin anschauen. Wir wollen ja wissen, haben wir eine Insulinresistenz, liegt ja eigentlich auf der Hand, dass ich dann auch das nüchtern Insulin messe im Blut. Und genau das macht halt der HOMA-Index. Der nimmt nicht nur den nüchtern Zucker, sondern nimmt auch das nüchtern Insulin und setzt es in Relation zueinander, ja, das eine durch das andere geteilt, mal einen Wert x. Und dann kommt da eine Zahl raus. Und diese Zahl, wenn die kleiner ist als 2, kannst du davon ausgehen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass du eine Insulinresistenz hast, eher gering ist. Wenn diese Zahl über 2 ist, hast du eine Insulinresistenz. Punkt. Okay? Das müssen wir uns schon mal merken. Wenn jetzt aber, wie gesagt, du all diese Symptome hast, die ich vorher aufgezählt habe, und trotzdem dein HOMA-Index unter 2 ist, wie gesagt, stimmt wahrscheinlich trotzdem was nicht. Und dann musst du einfach da weiter reinschauen. Ja? Auch Indizien im Blutbild, die auch auf eine Insulinresistenz schließen können, wären zum Beispiel erhöhte Harnsäure oder erhöhte Triglyceride. Ja, wenn das in Kombination auch noch vorkommt, dann auch hellhörig werden. Und dann schauen wir uns
oder was oft auch gemacht wird in Arztpraxen, den oralen Glukosetoleranztest. Also diesen Zuckerbelastungstest wird der auch genannt bei uns. Hast du vielleicht schon mal erlebt, alle, die schon schwanger waren, ja, die wissen genau, wie das geht. Das ist, glaube ich, also ich habe es Gott sei Dank noch nie gemacht. War irgendwie noch nie der Anlass dazu da, dass ich das mal mache. Du musst da einfach beim Arzt diese eklige Zuckerflüssigkeit trinken. Davor wird gemessen, danach wird gemessen und dann nochmal jede halbe Stunde gemessen. Du sitzt da 2 Stunden beim Arzt, da darfst du dich auch nicht viel bewegen. Ja, da hockst du auf deinen 4 Buchstaben und wartest einfach. Ja, kannst ein Buch lesen, das war's. Und der Test ist echt genial, aber der ist eigentlich nur genial in Bezug auf Insulinresistenz. Oh Wunder, wenn natürlich auch das Insulin angeschaut wird dabei. Was dann nämlich die Ärzte auch immer nur machen, die machen diesen Test und die messen nur die Glukose, die messen nur den Blutzucker. Aber wenn du diesen Test machst, dann besteh darauf, dass auch parallel das Insulin gemessen wird. Weil vielleicht, wie gesagt, ist der Blutzucker im normalen Bereich, ja, so wie er steigt, fällt und so weiter, alles wie es eigentlich sein soll. Aber das Insulin, Katastrophe. Ja, das schießt nach oben, und um halt den Blutzucker niedrig zu halten. Deswegen Insulin damit messen. Ja, das wäre jetzt so die wichtigste Diagnostik für Insulinresistenz. Ja, gibt es dazu Fragen? Fragen jetzt gerne rein. Bei dem Zuckerbelastungstest bin ich vor 15 Jahren umgekippt. Mit schwerer Überzuckerung. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Alter Schwede, ja. Ist natürlich krass, wenn man das halt auch nicht gewohnt ist. Und also ich finde auch diese Lösung, wenn man das trinken muss, das ist halt auch wirklich, wie gesagt, ich habe es noch nie gemacht, aber das ist irgendwie keine schöne Möglichkeit, sowas zu messen. Aber es gibt halt irgendwie kein anderes Verfahren, was man einfacher machen kann. Genau, klar, wenn deine Bauchspeicheldrüse natürlich nur noch ganz wenig Insulin herstellt, dann ist das wirklich Katastrophe, weil ja, dann hast du den Zucker im Blut. Und wo soll er hin? Ja, und deswegen kippst du um, weil es natürlich dann lebensgefährlich irgendwann auch wird. Ja, aber im Idealfall weiß man das ja vorher und dann sollte der Arzt da ja im Prinzip das wissen und da auch Vorsichtsmaßnahmen dagegen treffen, würde man meinen. So, wo geht man jetzt hin und macht das? Schreib gerne mal rein, wenn du deine Diagnose schon hast, wenn du die Tests schon gemacht hast, wo hast du es machen lassen? Super spannend, ganz viele Menschen haben da auch echt kein einfaches Leben, bis sie diese Diagnostik bekommen, weil die Ärzte sagen, das ist ja Quatsch, das brauchen wir nicht. Ja, das Beste, was ich gehört habe, war, glaube ich, von der Steffi, mein Kunde, der hat erzählt, also das war nicht mal eine Kundin von ihr, glaube ich, keine Ahnung, ich weiß die Geschichte nicht mehr so genau, wo der Mann zum Hausarzt gegangen ist und gesagt hat, können wir bitte den Hummerindex messen lassen? Und der Hausarzt wohl nur gesagt hat, nee, also das ist eigentlich nur bei schwangeren Frauen nötig. Ja, also so viel dazu. Das heißt, wundere dich nicht, wenn du zum Hausarzt gehst und der sagt, bitte was? Entweder weiß er nicht, was es ist, sagt, es ist nicht nötig. Ja? Vielleicht googelt er dann noch, was es ist, sieht, er kann es nicht abrechnen, also sagt er, brauchen wir nicht. Ja? Man kann jetzt den Hausärzten, dass sie das nicht mitmachen, auch nicht irgendwie einen Vorwurf machen, aber die können das wirklich nicht abrechnen in dem System. Du musst es selber zahlen. Und es ist für die meisten Arztpraxen viel zu viel Arbeit, dass sie dir dann eine eigene Rechnung stellen müssen und das nicht abrechnen können über die Kasse. Und deswegen machen die das nicht. Obwohl die das eigentlich könnten. Ja? Und auch eigentlich sollten, finde ich. Aber hey, gut. Das heißt, wenn du einen Hausarzt hast, der da nicht kooperativ ist, der dir sagt, mache ich nicht, will ich nicht, brauchst du nicht, dann sagst du, gut, danke, ich gehe woanders hin. Und dann kannst du zum Endokrinologen gehen, du kannst zum Diabetologen gehen oder auch die Frauenärzte, die sind da oftmals viel, viel kooperativer, weil das ein Test ist, der Homa-Index, der dann auch tatsächlich eben bei einem unerfüllten Kinderwunsch dann doch endlich mal gemacht wird. Das ist ganz gut. Ja, und in dem Zusammenhang ja auch beim Frauenarzt gar nicht so verkehrt ist, diese Thematik, weil ja auch aus einer Insulinresistenz in vielen Fällen auch PCOS entsteht, also polyzystisches Ovar-Syndrom, also eine Insulinresistenz der Eierstöcke, ganz lapidar gesagt. Naja, und dann ist es halt für viele schwer, Kinder zu bekommen. Ja, was gut ist, weil die sollen erstmal gesund werden, bevor sie Kinder in die Welt setzen. Also das ist ja auch vom Körper so gewollt, dass das dann nicht funktioniert, ja, wenn du metabolisch krank bist, dass du dann nicht schwanger wirst. Ja, jetzt sind wir mal froh, dass es so ist. Ja. Und dann ist auch nicht die Lösung, Metformin sich reinzupfeifen und dann dadurch irgendwie abzunehmen und dann schwanger zu werden. Dann hast du immer noch nicht gelernt, wie du dein Lebensziel umstellen kannst und einfach deine Insulinresistenz besiegen kannst. Das ist einfach super, super wichtig, dass du das verstehst. Ab welchem Homa würdest du eine medikamentöse Behandlung empfehlen? Also ich schon mal gar nicht, Marion, weil ich bin kein Arzt, ich darf das gar nicht.
Von dem her kann ich dir da, gebe ich dir da auch keine Antwort drauf und das ist sehr individuell, denn das ist die Entscheidung von jedem Einzelnen. Meine Aufgabe ist, dir zu zeigen, wie du ohne Medikamente deine Insulinresistenz umkehren kannst. Ja, mit Ernährung, Bewegung, Schlaf, Nährstoffe, Stressregulierung. Wenn du zu mir kommst und schon Medikamente nimmst, dann ist das natürlich kein Ausschlusskriterium. Ich arbeite sehr gern trotzdem mit dir, keine Frage, ja. In vielen Fällen ist auch das Ganze schon so weit fortgeschritten, dass es vielleicht in manchen Fällen wirklich Sinn macht, dann mit einem Medikament erstmal zu starten. Ja, aber das entscheide nicht ich, das entscheidest du und dein Arzt zusammen, weil wie gesagt, dazu habe ich gar keine Befugnis und dazu habe ich auch gar nicht die Kompetenz, irgendwelche Medikamente zu empfehlen, auf gar keinen Fall. Das heißt, es ist deine Entscheidung, ob du dir irgendwelche Medikamente reinpfeifen möchtest, die krasse Nebenwirkungen auf deinen Körper haben, die dir schaden können, die auch Giftstoffe und Schrott hinterlassen in deinem Körper, den du dann aber wieder loswerden solltest irgendwann, zum Beispiel durch Fasten oder durch weitere Detox-Maßnahmen. Oder ob du das Ganze wirklich natürlich angehen möchtest. Ja, an der Wurzel des Problems zu arbeiten. Und ich bin da für alle Menschen, die sagen, ich möchte die Ursache des Problems bekämpfen, nämlich die Insulinresistenz umkehren. Und ich möchte bis zur Wurzel des Problems gehen. Und ich möchte nicht einfach nur auf eine klaffende Fleischwunde, ja, die schon eitert, einfach nur ein Pflaster kleben, damit ich sie nicht mehr sehe und damit es erstmal gut ist. Sondern ich arbeite mit allen oder ich bin für alle da, die diese Wunde reinigen wollen. Die wollen, dass diese Wunde wieder komplett verheilt und dass die Wunde irgendwann dann auch nicht mehr sichtbar ist. Mit solchen Menschen oder solche Menschen sind bei mir richtig. Ja, jetzt kannst du natürlich beides in Kombi machen. Du kannst deine Medikamentenbehandlung, sei es Metformin hatten wir hier, sei es Ozempic, was auch immer du dir noch einschmeißt oder spritzt, was du empfohlen bekommen hast, was du nehmen möchtest, kannst du natürlich machen. Es ist deine Entscheidung, ganz klar. Ja, gibt auch kein besser und kein schlechter. Das muss jeder für sich entscheiden. Ich weiß, was für mich besser und schlechter ist. Und das ist aber wirklich eine Frage von jedem Einzelnen. Ne? Und dann solltest du aber trotzdem, wenn du dich für diese Medikamente entschieden hast oder wenn es bei dir keinen anderen Ausweg gab, weil es schon sehr fortgeschritten war, dass du trotzdem lernst, wie du deinen Lebensstil verändern kannst. In Kombination mit den Medikamenten, dass du dann die Medikamente irgendwann reduzieren kannst, dass du sie dann idealerweise irgendwann absetzen kannst. Das wäre ja das Ziel, oder? Eigentlich. Du willst dir nicht dein Leben lang irgendwelche Medikamente nehmen, sondern du willst ja gesund werden. Zumindest die Kunden, die mit mir arbeiten wollen, das. Ja? Das heißt, lernen, wie du deinen Lebensstil verändern kannst, ist da das A und das O. Und wie gesagt, es geht um Ernährung, es geht darum Bewegung, es geht um Schlaf, es geht um Stress und um Nährstoffe. Das sind die 5 Elemente, um die du dich kümmerst, wenn du deine Diagnose Insulinresistenz hast und wenn du sie gerne umkehren möchtest. Geht es von heute auf morgen? Absolut nicht. Dauert es oftmals Monate bis Jahre? Definitiv. Es kommt immer darauf an, auf dich, wie tief die Insulinresistenz sitzt und vor allem, welche anderen Baustellen du im Körper noch hast und zusätzlich, wie viele Maßnahmen du denn umsetzt. Ja, wenn du einfach nur mal gehört hast, geil, exogene Ketone senken den Blutzucker, mache ich, trinke ich, hilft mir. Hilft dir definitiv, aber das alleine wird dich nicht weiterbringen. Wie gesagt, Ernährung, Bewegung, Schlaf, Nährstoffe, Stressregulierung, das sind die 5 Elemente, um die du dich kümmerst. Ich habe auch zu diesen 5 Elementen eine Guideline verfasst, wo ich alles zusammengefasst habe, was du brauchst für diese 5 Elemente. Die kannst du dir holen im Linktree in meinem Profil, da ist der Link dazu, kostet auch nur 29 Euro. Das ist wirklich geschenkt für alles Wissen, was du da mitbekommst für diese 5 Teilbereiche. Du kannst dir auch, wenn du sagst, oh, Geld will ich jetzt aber nicht ausgeben, wo ich mir denke, hallo, 30 Euro für deine Gesundheit. Sollte es dir definitiv wert sein, ja. Du kannst gerne auch in Story-Highlight Insulinresistenz gehen und dort das durcharbeiten. Da hast du alle Lives dazu gespeichert. Da hast du alles, was du brauchst, um deine Insulinresistenz umzukehren. Ist halt ein bisschen mehr Aufwand. Du musst dir die ganzen Videos anschauen. Du musst dir gegebenenfalls selber was zusammenschreiben, zusammenfassen, um dann die ganzen Maßnahmen umzusetzen. Deine Entscheidung. Wenn du dich für die exogenen Ketone entscheidest, mit denen zu arbeiten oder mit mir über die Ketone zu arbeiten, so, hast du meine Betreuung natürlich dabei und du kriegst diese Guideline komplett gratis mit dazu. Plus Ernährungsempfehlungen, Einnahmeempfehlungen sowieso. Du bekommst Beispiele für gesunde Lebensmittel. Ja, was sind gesunde Fette, gesunde Eiweiße, gute Eiweißquellen, gute Kohlenhydratquellen. Du bekommst so viel mehr, in 8-Stufen-Plan, wie du Schritt für Schritt deine Ernährung umstellen kannst, in Kombination mit den exogenen Ketonen. Du bekommst
Zugriff auf meine Kunden-VIP-Gruppe, ja, mittlerweile über 200 Leute da drin, die sich auch regelmäßig austauschen, die ein ähnliches Problem oder ein ähnliches Ziel haben wie du. Das heißt, du bist damit auch nicht alleine. Ja, das ist auch echt eine coole Sache. Viele wünschen sich einfach zusätzlich noch Unterstützung und einfach, ja, Leute, mit denen sie sich austauschen können. Also eine Community, die ähnliche Beschwerden hat, beziehungsweise ähnliche Ziele auch verfolgt. Somit bist du auch einfach nicht allein mit deinem Problem. Und vieles, vieles weitere bekommst du komplett gratis mit dazu beim Kauf der exogenen Ketone. Wenn du jetzt darüber mehr erfahren magst, kannst du auch in den Linktree gehen, in mein Profil. Der allererste Link, der führt dich direkt in mein WhatsApp. Der Text ist da schon vorgefertigt für die Ketone. Du kannst gerne auch deinen Namen dazu schreiben, dass du jetzt hier heute im Live mit dabei warst. Dann kann ich dich auch gleich zuordnen. Ich schicke dir dann gerne mehr Infos zu den Ketonen. Gerne auch den Shop-Link, wenn du sie gleich ausprobieren möchtest. Und dann kannst du dich da einfach mal darüber informieren und für dich eine Entscheidung treffen. Hey, cool, will ich die Abkürzung gehen? Will ich einfach kleine Helferlein nutzen? Natürlich, ja, auf natürlichem Wege. Das sind die gleichen Ketonkörper, die dein Körper auch herstellt, wenn du dich ketogen ernährst oder wenn du fastest. Das ist halt das Geniale. Und du hast einfach dann mehr Fokus, du hast mehr Energie, du hast eine erhöhte Fettverbrennung mit gleichzeitigem Muskelschutz. Du hast besseren Schlaf, du hast auch bessere Haut, bessere Verdauung, Blutzuckerregulierung, weniger Entzündungen. Das sind mal so die Hauptbenefits, wenn du in Ketose bist. Natürlich spürt nicht jeder all diese auf einmal, ja, sondern ich sage immer, die sind so wie kleine Werkzeuge, die gehen im Körper dahin, wo die größte Baustelle ist und fangen da erstmal an zu reparieren. Ja? Das ist meine Vorstellung der Dinge, ist natürlich so nicht korrekt, aber ich glaube, so kann man sich ganz gut vorstellen. Und somit einfach eine großartige Unterstützung bei deiner Gewichtsreduktion, bei deiner Umkehrung der Insulinresistenz allein schon durch die Blutzuckerregulierung. Wir haben ja gesagt, Ziel bei Insulinresistenz ist, das Insulinlevel niedriger zu bekommen. Somit sollte auch der Blutzucker stabil bleiben. Hast du einfach ein Supplement, was das noch unterstützt, wenn es 100% bioidentische Ketone sind, also 1:1 die gleichen, die dein Körper herstellt, wenn du dich ketogen ernährst oder wenn du fastest. Und dadurch, wenn du mehr Energie hast, magst du dich automatisch auch lieber bewegen. All diese Dinge kommen dann einfach zusammen. Auch die Entzündungsregulierung ist super spannend mit den Ketonen. Also du hast da massig Vorteile. Es ist keine Wunderabnehmpille, ja. Das ist mir auch wichtig, dass du das verstehst. Wenn du einfach nur denkst, du trinkst jetzt Ketone und kehrst die Insulinresistenz um und nimmst dadurch ab, auf wundersame Weise, kann ich dir sagen, wird nicht funktionieren. Ja, vielleicht mal kurz und bei manchen Leuten klappt das kurz mal und ich denke mir so, also ich nehme damit nichts ab, nur weil ich sie trinke, okay, vielen Dank. Nein, das ist auch nicht so eine Sache, das ist meistens, dann sind es sehr übergewichtige Leute, die erstmal auch sehr viel Wasser verlieren, ja. Aber das kann nicht funktionieren, ja, es wird nie was geben, wo du einfach nur was trinken, rauchen, schlucken, essen musst, lutschen musst, was auch immer, um auf magische Weise abzunehmen. Das wird es nie geben. Also du brauchst immer Ernährung, Bewegung, Schlaf, Nährstoffe, Stressregulierung. Ganz, ganz wichtig. Und das lernst du eben bei mir. Und du kannst das entweder in Kombination mit den exogenen Ketonen machen, als Abkürzung, es leichter zu haben, diese neuen gesunden Gewohnheiten für diese 5 Elemente einfacher in dein Leben zu integrieren. Oder du kannst es auch komplett ohne machen. Es ist halt ein bisschen schwieriger, wird wahrscheinlich ein bisschen länger dauern. Und die Wahrscheinlichkeit, dass du es durchhältst, ist ein bisschen geringer, weil du halt einfach immer mit dem Heißhunger zu kämpfen hast. Und durch die Blutzuckerregulierung der Ketone, hallo Frank, ist es so, dass du erstmal keinen Heißhunger mehr hast. Und das höre ich schon als Feedback von meinen Ketonkunden innerhalb der ersten paar Tage. Ketone trinken, dass sie keinen Heißhunger mehr haben, dass sie keinen Bock mehr haben auf die ungesunden Dinge, dass sie keinen Bock mehr haben auf Pizza, Pasta, Burger, dass sie völlig happy sind mit einem Salat mit Puttenstreifen und einer Avocado dazu, dass sie völlig happy sind mit Rühreier und Gemüse, dass das einfach alles reicht und dass es auch ein kleines Stück Zartbitterschokolade, dass das genauso fein ist wie eine ganze Tafel Milka-Schokolade. Ja? Also das lernst du halt Schritt für Schritt und da helfen dir die Ketone extrem dadurch, dass sie halt auf natürliche Weise deinen Blutzucker regulieren. Die Marion sagt, ich möchte sehr gerne ohne Medikamente angehen, habe die Diagnose gerade erst erhalten, super, Hummer-Index liegt bei 7, okay. Ich dachte, es gibt einen Wert, wo man es auf keinen Fall ohne Medikamente schafft. Nee, den würde ich sagen, gibt's nicht, ja, schaffen kannst du es immer, ja, du musst es immer, das Medikament alleine kehrt ja nicht deine Insulinresistenz um. Vorher Pflasterwunde, vielleicht kannst du dich erinnern, es klebt nur ein Pflaster drauf.
Das heißt, du musst ja sowieso lernen, wie du die Insulinresistenz umkehrst mit Ernährung, Bewegung, Schlaf, Nährstoffe, Stressregulierung, mit diesen fünf Elementen. Und wenn du das Medikament dazu nimmst, kann dir das halt erstmal helfen, weil du dann leichter abnimmst und es hilft dir vielleicht auch, eben weniger Appetit zu haben, je nachdem, was du halt nimmst. Also wenn das Thema Abnehmspritze ein Thema ist, ja, dann schau dir auch das live dazu an, das ich da gemacht habe, ja, wo ich auch über die Gefahren aufkläre. Ja. Auch da wieder deine eigene Entscheidung, aber du solltest immerhin mal gehört haben, was es eigentlich im Körper macht, wenn du das nimmst. Ja? Und das finde ich dann halt alles andere als cool und teilweise sogar höchst gefährlich und fatal, wenn man es nicht richtig angeht. Und haben wir auch ein ganz krasses Beispiel gehabt von einer, die mit zugeschaut hat im Live, die von ihrer Oma erzählt hat, die 20 Kilo in kürzester Zeit mit der Abnehmspritze verloren hat, aber auch so viel Muskeln verloren hat, dass sie dann überhaupt nicht mehr gehen konnte und jetzt kurz vorm Sterben liegt. Ja, das ist jetzt ein dramatisches Beispiel, aber ich kann dir nur empfehlen, bevor du dir solche Spritzen irgendwo reinjagen lässt, hör dir mal dieses Live an. Und dann kannst du immer noch eine Entscheidung treffen. Ganz, ganz wichtig. Genau. Und wie gesagt, wann es so ist, so gefährlich ist in deinem Alltag, dass der Blutzucker schon so hoch ist, dass du Medikamente brauchst, das ist wirklich die Entscheidung von einem Arzt. Ja, das kann ich dir tatsächlich nicht sagen. Und wenn es soweit ist, dass du täglich wirklich Probleme hast, dass dein Blutzucker so krass hoch ist, dass es gefährlich ist, ja, dann klar, musst du wahrscheinlich erstmal akut mal die Medikamente nehmen, aber trotzdem würde ich sagen, mach diese Steps dazu. Ernährung, Bewegung, Schlaf, Nährstoffe, Stressregulierung. Kümmere dich Schritt für Schritt um diese fünf Elemente, dass du dann auch irgendwann das Medikament wieder reduzieren kannst. Genau. Und ich habe auch schon Leute mit ganz, ganz krass hohen Blutzuckerwerten, wie zum Beispiel die Katrin. Die ist auch öfter in meinem Live, eine Kundin von mir, schon jetzt seit bestimmt 2 Jahren. Bei der war das so, dass die Blutzuckerwerte sowas von jenseits von Gut und Böse waren, wo der Arzt sehr besorgt war, wo das lebensgefährlich war und sie aber keine Medikamente vertragen hat. Sie hat, ihr ist so immer schlecht geworden auf diese Blutzuckermedikamente und sie hat so wie so eine Art Tollwut fast entwickelt. Also es war so wirklich, dass sie so einen Schaum immer gespuckt hat. Also sie ist wirklich eine allergische Reaktion auf diese Medikamente. Mehr kann ich da gar nicht erzählen, ja. Und die konnte die gar nicht nehmen. Und dann hat sie halt selber recherchiert, ist dann auf ketogene Ernährung gestoßen, hat mich zufällig gefunden, hat die Ketone ausprobiert und der Arzt war erst so, bitte nicht ketogen ernähren, das ist gefährlich und so weiter. Jetzt hat sie es einfach trotzdem gemacht, ja, ich habe sie da begleitet auf dem Weg und so weiter und sie hat so toll ihre Werte schon verbessert. Sie hat natürlich immer noch einen erhöhten Homa-Index, immer noch einen erhöhten Nüchternblutzucker. Sie macht das jetzt schon über ein Jahr, diese ganzen Maßnahmen, füllt auch ihre Nährstoffe auf, einwandfrei, hat schon, ich glaube, über 20 Kilo abgenommen, allein 13 cm Umfang um den Oberschenkel verloren, 13 cm Beinumfang verloren, also phänomenal und sie hat keine Muskeln verloren, weil sie macht auch noch Krafttraining und also richtig, richtig cool und das ist halt ein Beispiel von, da war es eigentlich lebensgefährlich, sie konnte aber halt keine Medikamente nehmen, weil hat sie nicht vertragen, naja und dann hat sie es trotzdem hingekriegt, ja, also nur mal, dass du weißt, Marion, okay, was ist möglich, aber was du machst, ist natürlich komplett deine Entscheidung. Die Ines sagt, ja, ist wirklich krass. Ich meine, dass man keinen Heißhunger hat. Okay, cool, Ines. Und auch keinen Mittagstief. Unglaublich. Ja, und das, wenn man einen kleinen Säugling daheim hat, Ines, ist doch Gold wert, oder? Deswegen sage ich immer, hey, die Ketone sind einfach echt das beste Mittel für alle Mamas. Ja, ich bin keine Mama, aber ich habe mit vielen Mamas, auch mit vielen jungen Mamas, die kleine Babys daheim haben, zu tun, auch in meinem engsten Freundeskreis. Und ich weiß, wie hart das ist, wenn du einfach nicht schlafen kannst, weil du alle 2 Stunden stillen musst. Und du eigentlich nur denkst so, oh Gott, ich will einfach nur sterben, ja. Kenne ich alles, habe ich alles mitbekommen, eben bei ganz vielen Menschen, die mir sehr nahe stehen. Und da sind die Ketone wirklich ein Lebensretter. Ja, da würde ich sie wirklich sagen, ein Wundermittel, weil Thema Energie, boah, das macht einfach so viel aus. Von dem her, schön, dass sie dir taugen, das ist gut. Bin heute zum ersten Mal mit meinem E-Bike zur Arbeit gefahren am Wetter. Yes, 17 Kilometer einfach. Man muss dranbleiben und dann klappt es auch spitze. 17 Kilometer, das ist aber auch eine Strecke hier in deiner Arbeit, ey. Aber gut, ein E-Bike hilft dir ja ein bisschen, da kann man ja immer selber entscheiden, wie man zuschaltet, ne? Machst du einfach komplett den Motor an und lässt dich fahren? Nee, ich glaube, man muss schon auch selber treten. Bin noch nie mit einem E-Bike gefahren. Also, du siehst, ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Aber sehr cool, also erstmal Applaus und Herzen raus für die Annette, bitte. Ich will jetzt überall auf jeder Plattform will ich mindestens 5 Herzen sehen, weil das ist echt genial. Richtig, richtig cool, wie du sagst, man muss anfangen und dranbleiben und dann klappt es auch. Genauso wie die Katrin, also es sind wirklich tolle Beispiele hier. Ja, haben wir Fragen?
Wir haben jetzt die Diagnostik durch. Ihr wisst jetzt, wie ihr es diagnostizieren lassen könnt. Ihr wisst, wo er hingeht. Mein Tipp ist tatsächlich, ja, ich habe euch die ganzen Ärzte aufgezählt, wo man es machen kann. Ich habe meinen HOMA-Index, gut, ich habe ihn jetzt bei der Elke messen lassen, ja, die hat nämlich jetzt auch so eine Zentrifuge zu Hause, man muss nämlich das Blut fürs Insulin, wenn man es abgenommen hat, muss man das zentrifugieren und dann wird das abgeholt, oder wird das eingefroren, dann wird das abgeholt, also das ist gar nicht so einfach, deswegen auch, da gibt es auch so ein paar so Insulinresistenztests für zu Hause. Ich frage mich, wie das funktioniert und ob da ein akkurater Wert rausgeht. Rauskommt, ist mir schleierhaft. Ich habe mit denen auch kommuniziert. Ich habe da keine Antworten gekriegt, die mich zufriedengestellt haben. Deswegen kann ich euch sowas auch nicht empfehlen, weil ich überhaupt nicht weiß, was das da los ist. Ich habe es dreimal versucht, es hat nicht funktioniert. Die konnten meinen Test nicht auswerten, weil ich einfach zu viel drücken musste. Egal, ich habe alles versucht, auch Sport gemacht vorher und so, damit das Blut rauskommt, ja, dann piekst du dir eher in die Fingerkuppe und das ist ein Trockenbluttest. Nee, gar nicht mal. Das wäre ja leicht, ja. Nee, das waren so kleine Röhrchen, aber die musste ich halt füllen mit dem Blut aus meinem Finger und das hat halt absolut nicht funktioniert. Und dann war das immer so gequetscht, das Blut, dass es halt nicht brauchbar war. Und ich habe das dreimal ausprobiert und dann habe ich gesagt, Freunde, ich lasse es, das bringt nichts. Hab dann noch gefragt, wie messt ihr das und so. Und dann habe ich irgendwann keine Antwort mehr bekommen. Und ich habe gedacht, okay, also da kann ich es auch leider nicht weiterempfehlen. Hallo Barbara, schön, dass du mit am Start bist. Das heißt, mein Tipp ist, lass den HOMA-Index einfach in einem freien Labor messen. Was ist ein freies Labor? Also es ist einfach ein Labor, wo du hingehen kannst, dir Blut abzapfen lassen kannst, sagen kannst, was die bitte messen sollen. Du zahlst es, du kriegst eine Rechnung, zahlst es und dann kriegst du den Befund per Post oder per E-Mail, je nachdem, wie du es ausmachst, meistens innerhalb von einer Woche bis zehn Tagen zugeschickt. Und dann hast du natürlich den Befund und die Labore mögen das nicht gerne mit Privatpersonen, weil die ja dann keine Betreuung haben. Es ist ja dann keiner da, der dir erklärt, was ist da jetzt rausgekommen. Aber ehrlich gesagt, wenn du da einfach nur den HOMA-Index messen lässt, nüchtern Insulin hast und nüchtern Blutzucker hast, der HOMA-Index ermittelt wird, der dann auf dem Blatt Papier steht und der unter 2 ist, weißt du, okay, können wir schon ein bisschen aufatmen. Wenn ich trotzdem die Symptome habe, muss ich noch einen oralen Glukosetoleranztest auf Insulin auch machen. Und wenn der Wert über 2 ist, weißt du, scheiße Mann, Insulinresistenz und dann geht's los mit den Tipps. Ernährung, Bewegung, Schlaf, Nährstoffe, Stressregulierung. Und dann brauchst du auch niemanden, der dir das jetzt groß erklärt. Natürlich ist es immer gut, mit einem Arzt zusammenzuarbeiten, mit einem Therapeuten, mit einem ganzheitlichen Mediziner, der alle deine Werte auch nimmt und der das alles in Relation stellt. Aber wenn du einfach nur mal wissen willst, was ist mein HOMA-Index, einfach mal um einen Wert zu haben, dann kannst du das sehr gut einfach in einem freien Labor machen. Und keine Sorge, das kostet auch nicht die Welt, ja? Also die nüchterne Glucose kostet 1 irgendwas, also 2 Euro. Und das nüchterne Insulin kostet 17 Euro irgendwas. Also bist du bei 19 Euro für deinen HOMA-Index. Können wir machen, oder? Keine Tragödie. So, ich sehe keine neuen Fragen. Dann würde ich sagen, beenden wir das live. Es war cool. Danke, dass ihr dabei wart. Danke, dass ihr eure Fragen gestellt habt, dass ihr eure Kommentare rausgehauen habt. Letzte Chance, wer noch Fragen hat, schnell noch rein. Diabetes Typ 2 mit sehr hohen, bei der Melanie sind wir jetzt, sehr hohen, ich kann das gar nicht aufklappen. Ich schaue gerade, ob vorher noch was war. Nahrungsergänzungsmittel auch ganz wichtig. Absolut, ohne die geht es gar nicht. Ich habe Untersuchungen bei einem Diabetologen, Endokrinologen und beim Gastrointernisten machen lassen. Okay, ich schaue noch gerade, ob ich was überlesen habe. Nee, okay, dann kommt jetzt das Letzte, perfekt. Diabetes Typ 2 mit sehr hohen Zuckerwerten. Vertrage auch kein Metformin, kein Ozempic und so weiter. Habe Insulinresistenz mit dem HOMA-Index 14. Wow. Aber trotzdem soll ich 2 hohe Dosen von 2 verschiedenen Insulinen nehmen. Ist ja paradox. Der Körper ist extrem insulinresistent und dann werde ich mit 2 verschiedenen Insulinen behandelt. Das verstehe ich nicht. Mein Körper kann das Insulin kaum verarbeiten. Ja, das ist was, das verstehe ich bis heute nicht. Ja, warum man eine Krankheit wie Typ-2-Diabetes dann therapiert mit Insulin, obwohl ja der Körper nichts anfangen kann mit dem Insulin. Also bin ich voll bei dir. Das macht rein logisch absolut überhaupt keinen Sinn. Aber man hat halt noch keine andere Wahl gefunden. So, ja? Also gibt halt dann keine andere Möglichkeit. Das heißt, mein Tipp wäre jetzt für dich, Melanie, konkret wirklich alle meine Tipps umzusetzen, dir meine Guideline zu holen und zu schauen, was kann ich mit Ernährung, Bewegung, Schlaf, Nährstoffe, Stressregulierung, das alles umsetzen und dann Schritt für Schritt wirklich daran arbeiten, dass es langsam besser wird. Das ist natürlich ein super langer Prozess und in deinem Fall kann man auch nicht sagen, ja, kann der jetzt nicht versprechen, dass du das alles wieder umkehren kannst, aber du kannst es definitiv verbessern, dass es halt einfach, sagen wir mal,
dann irgendwann weniger Insulin braucht vielleicht, ja. Also das ist halt immer super schwierig. Insulinresistenz bei Kinderwunsch, ja, was ist die Frage? Küchen nach Wahl ist halt ganz oft das Problem, ja, dass der Kinderwunsch nicht funktioniert aufgrund von der Insulinresistenz und aufgrund von PCOS. Ja, was ich vorher gesagt habe, was ich sehr gut finde, weil wir wollen erstmal, dass der Körper gesund wird, bevor wir Kinder in die Welt setzen, die dann schon mit einer Insulinresistenz auf die Welt kommen. Ja, was soll der Quatsch? Also wir wollen doch gesunde Kinder, also werden wir erstmal selber gesund, die ganzen Tipps umsetzen, die Insulinresistenz umkehren und dann klappt es auch mit dem Schwangerwerden. Kann natürlich immer noch tausend andere Gründe geben, warum du nicht schwanger werden kannst. Ja, es kann nicht, ist nicht nur die Insulinresistenz und das PCOS dafür verantwortlich, muss man halt natürlich dann auch untersuchen lassen. Ja? Kann der Hunger-Index auch noch nach 2 Monaten Keto messen lassen? Natürlich kannst du den messen lassen und dann hoffentlich davon ausgehen, dass er gut ist, ja? Weil mit Keto, also Keto, eine ketogene Ernährung ist die Wahltherapie Nummer 1 bei Insulinresistenz und bei Typ 2 Diabetes. Muss man sich strikt ketogen ernähren, um die Insulinresistenz umzukehren? Nein. Ja? Würde ich auch in vielen Fällen gar nicht immer zwingend pauschal empfehlen. Muss man sich individuell anschauen. Wenn du keine Galle mehr hast, würde ich mich nicht ketogen ernähren. Wenn ich Schilddrüsenunterfunktion habe oder Hashimoto, ist vielleicht eine ketogene Ernährung auch nicht die beste Wahl. Wenn deine Leber schon richtig vorbelastet ist und du die dann zuhaust mit Fetten, auch nicht so gut, ja? Das heißt, muss man immer individuell schauen, macht gerade für dich in deiner Situation, in deinem Lebensstil, wie du dich gerade befindest, ja auch Thema Stresslevel, die ketogene Ernährung Sinn. Weil eine ketogene Ernährung heißt ja immer auch nochmal erhöhtes Stresslevel für den Körper, weil wir die Kohlenhydrate alle weglassen. Das stresst den Körper erstmal akut. Ja? Und wenn dein Körper das vielleicht gerade nicht handeln kann, ist es vielleicht für dich keine gute Idee. Das heißt, du kannst dich dann vielleicht zyklisch ketogen ernähren, wirklich an den Zyklus angelehnt, wenn du noch eine Frau bist, die noch einen Zyklus hat. Heißt, erste Zyklushälfte kannst du dich ketogen ernähren. Wenn es auf den Eisprung hingeht, wollen wir ein paar gute langkettige Kohlenhydrate einbauen, eine Süßkartoffel, stärkehaltiges Gemüse. Reicht da vollkommen aus, ja. Mehr braucht es gar nicht. Ein paar Mal die Woche reicht für viele auch schon. Manche wollen es dann jeden Tag und Abend essen. Das passt auch. Also jeden Abend eine halbe Süßkartoffel mit dazu. Ist für viele schon komplett ausreichend und sorgt halt dafür, dass es nicht strikt ketogen ist, dass der Körper einfach auch ein bisschen Insulin dann bekommt. Also im Prinzip, dass der Körper ein paar Kohlenhydrate bekommt und dann ist alles gut und happy. Und dann hast du halt eine zyklisch ketogene Ernährung und kannst trotzdem die Insulinresistenz besiegen. Weil bei der Insulinresistenz, wenn du die loswerden willst, ist jetzt nicht das Ziel, also es ist nicht nötig, dass du dich strikt und immer ketogen ernährst. Viel wichtiger ist, dass du lernst, wenn du Kohlenhydrate zu dir nimmst, welche du auswählst, ist jetzt wichtig, ganz wichtig. Mit iOS 17 wurden Reaktionen aktiviert. Okay, spannend, was passiert? Du kannst diesen Videoeffekt im Kontrollzentrum deines. Okay, verstanden. Alter Schwede. Ich bin total überfordert hier. Seht ihr auch schon diesen Daumen aufpoppen? Egal. Also, ich will ignorieren einfach. Aber ein Daumen ist ja schon mal gut. Also, wichtig, welche Art von Kohlenhydraten du einsetzt, die richtigen nutzen. Und diese klug einsetzen. Was heißt es? Also ich habe gesagt, stärkehaltiges Gemüse, Süßkartoffel wären gute Kohlenhydratquellen. Ja? Meinetwegen noch Quinoa oder Hülsenfrüchte, wenn du sie gut verträgst. Aber Vollkorn, Hafer, ganz ein anderes Gedöns, Getreidezeug, lass mal lieber weg. Ja? Das heißt, das sind gute Kohlenhydrate und klug einsetzen, ans Ende der Mahlzeit setzen. Ja? Also nicht die Kohlenhydrate als erstes vorab, dann steigt der Blutzucker weit stärker an. Wenn du die Kohlenhydrate oder Zucker, auch den du isst, übrigens auch Obst, ja, ans Ende der Mahlzeit als Dessert gleich anhängen. Ja, nicht warten mit dem Dessert, ja, eine Stunde Pause und dann essen wir den Apfel, keine gute Idee. Ja, den Apfel gleich hinterher essen als Dessert, damit der Blutzucker nicht so stark ansteigt. Wenn du den Apfel nämlich vorab isst oder gar den Apfel alleine isoliert auf nüchtern Magen isst, dann hast du das Problem, dass der Blutzucker relativ stark steil ansteigt. Kannst du auch mal messen. Hol dir mal einen kontinuierlichen Glukosesensor, den du am Arm trägst für 2 Wochen und überprüf das mal. Ja, dann kannst du da, was ich dir da immer jeden Tag erzähle, was der Blutzucker macht oder wie der Blutzucker reagiert auf diverse Lebensmittel, einfach selber bei dir messen, weil es ist auch nicht bei jedem gleich.
Das ist total unterschiedlich, je nachdem, wie gut du ein Lebensmittel verträgst auch oder halt, ja, was denn dein Körper damit macht. Ich habe zum Beispiel damit herausgefunden, dass ich Tomaten absolut nicht gut vertrage, weil mein Blutzucker auf 180 schießt, wenn ich ein paar Cocktailtomaten esse. Nicht normal. Ja, habe herausgefunden, Tomaten sind sowieso nicht gut für meinen Darm. Mein Leaky Gut kriege ich damit nicht zu, also lasse ich sie lieber weg oder esse sie halt ganz in kleinen Mengen, esse sie lieber gekocht, dann geht es auch besser bei mir. Buchweizen, fragt die Annette, bin ich kein Fan. Ja, hast ja auch Kohlenhydrate. Ja, es wären gute Kohlenhydrate, weil du sagst, okay, es ist glutenfrei. Das ist natürlich schön. Aber Buchweizen hat auch sehr viele andere Antinährstoffe, wie zum Beispiel auch Lektine. Wer weiß nicht, wer davon schon gehört hat, die teilweise den Darm ganz schön belasten können. Und wenn du da anfällig bist, also Lektine sind unter anderem, gibt es mehrere solche Stoffe. Das ist Fraßgift. Also ja, wie so eine Art Fraßgift in den Pflanzen, im Getreide, in den anderen Pflanzen, auch in Gemüsesorten, ja. Zum Beispiel bei Paprika ist es auch so, vertrage ich auch nicht gut. Die haben sehr viel Lektine, lasse ich gerade auch weg. Für die Pflanze ist es ja gut, weil das schützt sie vor Fressfeinden, aber für den Menschen sind diese Stoffe halt nicht besonders gut, ja. Das heißt, sie können deine Darmwand Schritt für Schritt kaputt machen, wenn du sowieso schon Stress hast und einen belasteten Darm durch den Stress und dann solche Dinge auch noch isst, ist die Wahrscheinlichkeit, dass das ein Chaos bei dir auslöst oder ein Leaky Gut auslöst und deinen Darm durcheinander bringt, sehr, sehr groß. Ja, deswegen muss man halt es immer individuell anschauen. Ich erzähle dir jetzt so ein bisschen meine Geschichte, dass du weißt, was alles möglich ist. Ja, heißt nicht, dass das bei dir genauso sein muss. Vielleicht hast du super gesunden Darm und alles ist gut, ja, und nimmst dir auch Zeit zum Essen und kaust gut und alles ist wunderbar, aber das hat bei den wenigsten Leuten der Fall. Kannst du den Link reinstellen vom Zuckermessgerät? Dankeschön. Silvia, super gerne. Den kannst du dir auch gerne gleich selber holen. Nach dem Live am besten. Wenn du in den Linktree gehst, in meinem Profil, also das ist auch auf Facebook, findest du, wenn du auf mein Profil klickst, dann hast du da bei den Profilinfos so einen Link. Und den kannst du aufmachen. Da machen sich mehrere einzelne Links auf. Und dann gibt es einen Link zu Hello Insight. So heißt diese App, die so einen kontinuierlichen Blutzuckersensor misst, mit ihrer App quasi kombiniert. Und Hello Insight ist ganz, ganz cool in Kombination zu nutzen, weil du da auch deine Mahlzeiten eintragen kannst. Die haben auch ein Hormonpaket, wo du deinen Zyklus mit eintragen kannst, wo du dann auch siehst, wie quasi sich der Zyklus verändert. Wenn du jetzt sagst, die App brauche ich gar nicht, ich will nur den Blutzuckersensor und nur die Blutzuckersensor-App, mehr will ich gar nicht haben. Will ich nicht mehr Geld ausgeben, will ich nicht haben, interessiert mich nicht. Ich kann es dir empfehlen bei Hello Insight, weil du lernst einfach echt viel in dieser App. Es ist Wahnsinn, wie viel Infomaterial da mit drin steckt. Also ich liebe das. Gerade für Leute, die neu sind auf dem Fachgebiet. Also super spannend. Aber du kannst dir natürlich auch nur den Blutzuckersensor selber holen. Und das wäre der Freestyle Libre. Also Freestyle Libre 3 ist der neueste, der aktuellste. Den gibt es direkt auf der Freestyle Libre Website. Also googelst du einfach nach Freestyle Libre. Und dann kommst du da auf die Seite, die Firma heißt Abbott, die den herstellt. Und dann kannst du dir den einfach bestellen. Ja, aber du hast ja da dann keine Auswert. Also du hast klar die App und die Kurve und das siehst du, aber viele können damit halt einfach nichts anfangen. Die wissen dann nicht, was das bedeutet. Das heißt, wenn du da eine Erklärung haben magst und tiefer in die Materie eintauchen möchtest, kann ich dir echt empfehlen. Hol dir das von Hello Insight. Die verschicken dann eben zwei von diesen Freestyle-Libren. Du kannst einfach mal einen Monat lang testen, checken, den dran haben. Immer 2 Wochen und dann Pause, wieder 2 Wochen. Entweder setzt du gleich nach den 2 Wochen wieder an oder du sagst, jetzt warte ich mal einen Monat und check halt in 2 Monaten oder in einem Monat wieder weiter. Ja? Das kannst du machen, wie du magst. Genau, also das wäre der Link zum Blutzuckergerät. Welche Kohlenhydrate gehen denn? Ich mag keine Süßkartoffel. Ja, Jasmin, dann alle anderen Arten von stärkehaltigem Gemüse würde ich dann dir da empfehlen. Ja, was heißt stärkehaltiges Gemüse? Das sind alle Gemüsesorten, die tendenziell einfach mehr Farbe haben. Ja, zum Beispiel Karotten oder rote Beete oder auch Kürbis. Ja, all diese Dinge, die mehr Farbe haben. Natürlich dann auch die Paprika, ja, aber die, wie gesagt, für mich gerade ein No-Go, absolut geht gar nicht. Aber es gibt ja auch noch viele coole andere Gemüsesorten. Ja, oder du sagst, Hülsenfrüchte ist für dich zum Beispiel kein Problem. Du verträgst sie gut, ja, du hast kein Thema mit Lektinen. Dann kannst du natürlich Hülsenfrüchte auch nutzen, ja, oder Quinoa, solche Geschichten. Okay, ihr Lieben, ich sehe keine neuen Fragen. Dann würde ich sagen, gehen wir es nochmal an, ja.
beenden wir das live. Schön, dass du mit live dabei warst. Hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht. Danke für eure Fragen. Wenn du jetzt hier was Neues gelernt hast, wenn es für dich Mehrwert war, wenn es für dich hilfreich war, freue ich mich natürlich, wenn du mir folgst, wenn du mir noch ein Herz da lässt, dann in den Kommentaren. Danke, Melissa, für deine Bestellung. Wenn das Ganze abgespeichert wird, auch unbedingt die Sache teilen. Du weißt ja, meine Mission ist es, unserer Welt zu helfen, die Pandemie der Insulinresistenz zu besiegen. Und dass jeder da draußen versteht, dass du deine Gesundheit maßgeblich mit deinem Lebensstil beeinflussen kannst. Somit kannst du nicht nur den Menschen helfen, dass die gesünder werden, dass die eine Lösung für sich finden, sondern du kannst auch mir helfen bei meiner Mission. Da brauche ich natürlich Unterstützung, weil das ist eine große Mission und die kann ich nicht alleine schaffen. Und da kannst du mir eben helfen, wirklich ganz konkret, indem du jetzt dieses Live teilst, indem du nachher, wenn ich es abspeichere, dieses Live teilst oder deine Menschen einfach unter das Live auch verlinkst, die das unbedingt sehen müssen. Die Jasmina fragt noch, Entschuldigung, Jasmina, gell? Geht dann nie Kartoffeln, Nudeln etc.? Ich lebe nicht alleine und da gibt es das schon. Also bei Kartoffeln, klar, die kannst du schon hin und wieder essen, hin und wieder mal essen, aber einfach, es gibt Leute, die vertragen Kartoffeln dann nicht so gut, da steigt es recht hoch an der Blutzucker und dann gibt es Leute, die sind damit fein. Also ich bin jetzt ja auch hier bei meinen Eltern, bevor ich wieder ins Ausland gehe, und die sind auch für die Kartoffelesser und wenn die Kartoffel kochen, dann esse ich schon auch mal normale Kartoffeln mit. Aber ein Trick mit Kartoffeln oder Süßkartoffeln generell, ja, mit Kohlenhydraten kannst du immer die warm machen wieder, dann haben sie mehr resistente Stärke, was auch wieder für deinen Darm toll ist und sie haben weniger Kohlenhydratgehalt. Das ist halt so der Tipp. Geht auch mit Reis, geht auch mit Nudeln. Nudeln an sich würde ich halt komplett, also für mich gibt es keine Nudeln, das ist Getreide, ich lasse einfach alles, was Getreide ist, weg. Ja, Gluten, Getreide gibt es für mich jetzt in dem Fall nicht. Ja, wenn du das hin und wieder essen willst, weil du es tatsächlich gut verträgst und kein Thema hast damit und du hin und wieder Nudeln isst, dann okay, aber ist halt auch die Frage, Jasmina, was ist dein Ziel? Ja, wenn du deine Insulinresistenz besiegen möchtest, wenn du gesund abnehmen möchtest, kann ich es dir jetzt nicht unbedingt empfehlen. Dann mach dir lieber alternative Nudeln. Oder macht ihr einfach Zucchini oder Karottennudeln. Es schmecken ja nicht die Nudeln gut, sondern es schmeckt ja die Beilage, die Soßen gut und es schmeckt halt auch mit Gemüse gut. Ja, man muss sich da ein bisschen umstellen am Anfang und für viele geht erstmal eine Welt zu Ende, wenn ich sage, ja, Nudeln wollen wir jetzt halt nimmer essen, das soll der Quatsch. Denn es sind für viele, bricht da eine Welt zusammen, weil das halt deren Hauptnahrungsmittel Nummer 1 war und ich kenne das, ich bin auch so aufgewachsen, es gibt zu allem, gab es Nudeln, zu allem, ja. Also wirklich, weil es halt auch einfach war und manchmal gab es halt nur Nudeln mit Ketchup. Ja, aber ich denke so, alter Schwede. Oder Nudeln mit Tomatensauce. Das ist keine Mahlzeit. Da fehlt das gesunde Fett, da fehlt das Eiweiß. Brauchst du gleich gar nicht essen. Hilft dir nichts, ja. Gib dir kurz mal Energie in Form von Kalorien, ja klar. Aber da sind keine Nährstoffe drin. Bringt absolut nichts. Cognac-Nudeln, genau. Das ist auch was ich nicht verstehe, warum Leute das geil finden. Schmeckt nach gar nichts. Kann ich mir auch Zucchini-Nudeln machen, schmeckt irgendwie geiler. Aber ja, hey, wenn du die essen willst und du da Fan davon bist, go for it. Schmeckt fast wie Eisnudeln, okay, ja. Ich sehe schon, also mit Nudeln könnt ihr mich nicht kriegen, Leute. Das ist mir so schnurz, ja. Ich brauche das Zeug einfach nicht. Auch keine Ersatz dafür. Ich esse mal Gemüse, dann bin ich happy. Aber bitte, wenn du sagst, hey, die Cognac-Nudeln, die machen deinen Tag besser, dann sehr gerne. Einfach essen. Genau, hab schon verstanden. Cognac, genau. Ja, cool. Okay. Und übrigens das gleiche mit Milch. Ja, das ist so das nächste Thema. Wenn mich Leute fragen, welchen Milchersatz? Und wir so, hä? Was willst du denn Milch trinken? Was soll denn das? Ja, da die Antwort, ja, jetzt habe ich es angesprochen, zuckerfreie Mandelmilch wäre noch das, was meinetwegen am besten geht. Ja, alles andere können wir einfach weglassen. So, ihr Lieben, jetzt bin ich aber wirklich fertig. Ja, ich wünsche euch einen wunderschönen, was haben wir denn heute? Donnerstag, ich wünsche euch einen tollen Donnerstag. Ist heute Donnerstag? Ich habe keinen Plan, ich glaube schon. Morgen ist Freitag, das weiß ich, also ist heute Donnerstag. Das heißt, morgen um 11 sind wir wieder am Start und zwar machen wir da eine Q&A-Session. Heißt, Milchkefir natürlich super, Kefir ist immer gut. Morgen um 11 kannst du mir all deine Fragen stellen, die du noch hast. Vielleicht musst du jetzt erstmal auch dieses Live verarbeiten und hast morgen noch ganz viel mehr Fragen oder bis morgen noch ganz viel mehr Fragen. Kann ich gut verstehen, erklären wir die alle zum Thema Ernährung, zum Thema Insulinresistenz, zum Thema, wenn du auch noch mehr über exogene Ketone wissen willst, habe ich auch mal ganz viele Fragen. Können wir alles klären morgen. Ich sammle auch die Fragen, das heißt, ich werde später noch über meine Story so einen Fragesticker posten, da kannst du deine Frage dann schon reinschreiben, wenn du morgen dann
dann auch nicht live dabei bist, danke Sneumann, danke fürs Folgen. Wenn du morgen nicht live mit dabei sein kannst, dann stell mir die Frage gerne vorab und ich beantworte die dann im Live und du kannst dann natürlich das Live im Nachgang anschauen, wenn ich es abgespeichert habe. Das ist immer so die beste Variante, aber ich freue mich natürlich über alle. Das ist die allerbeste, ist natürlich live dabei zu sein und über die freue ich mich alle, die wirklich live mit dabei sind. Also morgen einfach dazukommen, ab 11, also um 11 starten wir und dann machen wir eine Frage, Q&A-Session, eine Stunde, wo du mir alle deine Fragen stellen kannst. Genau. In diesem Sinne wünsche ich dir noch einen schönen Donnerstag. Wir sehen uns morgen um 11 und ich freue mich, wenn du dann morgen wieder mit live dabei bist. Danke für alle Herzen, danke fürs Folgen und danke fürs Teilen, ihr Lieben. Macht es gut und ciao.